So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute, ich habe es gerade gesehen, ich bin auf Arbeit und bin kurz zu meinem Bruder. Neue Operation ist da, Broken Fang. Neue Operation, CSGO hat wohl eingeschlagen wieder mal wie eine Bombe. Jeder hat nicht damit gerechnet und dann kommt sie. Wurde auch langsam Zeit, extrem gehypt direkt. Operationspass kostet, glaube ich, 12,75, 13 Euro. Wir gehen jetzt mal kurz durch, was es so neu gibt, dann gucken wir uns noch kurz die neuen Skins und Collections und neuen Agents an. Und ja, ihr könnt das sonst selber alles anschauen, counterstrike.net. Und ja, also, wir sind hier an die neuen Agents mal kurz angeschaut. A new way to StatTrack. In der Operation wird es jetzt möglich sein, all seine Details genau anzuschauen. Also Kill, Death, ADR, Matchblade, welche die Favorite-Waffen sind, hier auf welchen Maps die Winrate wie hoch ist, die Weapon-Performance auf welcher Map ist, glaube ich, sogar dann, welche Waffe man am meisten gespielt hat oder am besten gespielt hat. Hier ist eine Heat-Map, gibt es dann, wo quasi die meiste Feuer-Damage gemacht worden ist wahrscheinlich. Shots are landing. Also kranker Shit, was es da gibt an Stats. Also auch wo du die getroffen hast, oder? Ja, was? Wahrscheinlich, genau, ja. Krank. Krass. Also es gibt einen Haufen neue Stats, wo du die Gegner getroffen hast. Also, abartig. Coole Aktion auf jeden Fall. Ich hoffe, die testen das jetzt für die Operation, um das dann vielleicht Allround einzufügen. Das wäre nice auf jeden Fall. Da kannst du richtig schön dein Ding analysieren. Ja, es gibt wieder wöchentlich Missionen, die man machen kann. Man muss die, glaube ich, nicht der Reihe nach machen, sondern kann die alle durcheinander machen, wie man das möchte. Was haben wir hier? Complete Missions. Ja, dann kriegt man den Broken Fang. Coin quasi kann man sich upgraden. Choose Your Rewards, was ich ziemlich nice finde, ist, dass man mit den Sternen, die man bekommt, kann man sich in so einer Shop-Oberfläche quasi das kaufen, was man möchte. Man kann sich zwar immer Kisten holen oder eben was Teureres, ein Agent oder irgendwas. Finde ich ganz nice. Hier die ganzen neuen Cases und Ding, da gehen wir gleich nochmal durch. Retake, neuer Spielmodus. Finde ich ziemlich interessant. Das ist, läuft so, dass drei Terroristen die Bombplant verteidigen müssen gegen vier CTs. Und man hat hier nur so Loadout-Karten quasi, die man sich aussuchen kann, wie man eben reingeht quasi. Mega interessant. Und die ersten 8 Rounds gewinnen. Ich sehe was jetzt aber gerade, die Loadout-Karten. Du hast ja wahrscheinlich halt nicht jeder alle drei zur Auswahl, sondern du musst dich absprechen, wer welche nimmt. Ja, mit Sicherheit, ja, ja. Muss man sich absprechen, die dann picken. New Crown, eine neue Map kommt raus. Ancients, die erstmal leicht an Aztek erinnert. Aber nice aussieht. Auf jeden Fall. Ja, nice aussieht, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die wird auch dann im Matchmaking natürlich verfügbar sein. Noch eine neue Map, was ist das? New Community, ach, Community Maps, also die spielt dann eh wieder niemand. Ist das eine Matchmaking? Ja, Competitive. Und das ist halt Community Maps, aber ganz ehrlich, Community Maps habe ich mir, glaube ich, keine angeschaut von den letzten Dingen. Außer muss irgendwelche Missions drauf machen. Enemy Spotted, hier gibt's Calls jetzt. Okay, krass. Verteidigen. Ja, wobei, make your point, click quickly, komm. Ja, okay, sowas ist an sich ganz cool, aber eigentlich, sage ich mal ganz ehrlich, sollte Counter-Strikes Mikrofon benutzt werden. Ja, ist meine Meinung nach. Nur für die Leute, die zu faul sind, zu chatten, also beziehungsweise das Mikrofon zu benutzen. Ja, hier haben wir die ganzen Skins, da gucken wir jetzt mal noch schön rein. In die Skins, die Kiste quasi, haben wir Deep Relief, ja okay, halt wieder so typische Blue Skins. Die sieht vielleicht ganz nice aus, aber es ist immer schwierig, müsste man in-game eigentlich sehen, die P90. Ja, okay. Ja, ist jetzt nichts, was einem vom Hocker reißt. Die Purples, auch nicht. Die 5-7 ist ganz cool mit so ein bisschen Comic-Style drauf. Die Orb sieht eventuell... Fairy Tail. Die Orb könnte ganz cool aussehen, aber ja, ist jetzt auch nichts, was richtig vom Hocker reißt. Die USPS. Zu bunt. Die, was heißt so bunter Mann? Ja, für mich, weiß nicht, Monster Mashup ist für mich so nichtssagend irgendwie. Cyber Security ist gleiche, auch irgendwie so ohne, vielleicht habe ich es auch noch nicht, oder ihr könnt in die Kommentare schreiben, was das darspiegelt. Clock Neonor, okay, feiere ich jetzt auch nicht so. M4 RISS, Print Stream, ja, okay. Und Cloves, okay. Aber der Preis, der macht mich noch ein bisschen an, aber wahrscheinlich auch nur, weil es jetzt noch nicht gezogen wurde.
Ja, es gibt Gloves. Ich hätte gerne Knife gehabt, aber nichtsdestotrotz. Man muss auch dazu sagen, dass die Kiste jetzt schon bei 84 Cent ist. Jetzt schon. Die ist heute Nacht um 4 Uhr oder so gekommen, glaube ich. Oder irgendwann um 1, 2, 3, ich weiß nicht genau, ist die Operation gekommen. Normal wäre jetzt die Kiste nochmal locker bei 9 bis 12 Euro. Hm. Das ist schon widerspiegelt, aber auch ein bisschen die Kiste. Die sieht auf jeden Fall nicht so nice aus. Und Handschuhe generell fahre ich auch nicht so. Müsste man gucken, was die wert sind. Die, ja, okay, aber es sind auch schon, ja, okay, da sind schon noch ein paar Jackpots dabei, aber das sieht man eh nicht. Von dem her gehen wir mal in die nächste, in die Control, the Control Collection. Gucken wir mal kurz die Skins durch. Ja, und wieder die Laubob-Skins. Ja. Der Bronze, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nitro, okay, ist ein Oldschool-Skin irgendwie, aber naja, halt außer so ein bisschen Farbe, wenn, dann müsste der komplett so orange sein. M4, okay, die Farmers könnte ganz cool aussehen, von den, so ein bisschen glänzig vielleicht, wenn ich mir die so vorstelle, so Metallic. Okay, die ist schon witzig, okay, die UMP ist witzig, aber die ist, glaube ich, auch zu knallig so. Die Idee ist aber ganz cool. Berries and Cherries, da bin ich mal gespannt, ob es da einen ganz roten und einen ganz blauen Pattern gibt. Das, wenn sich das Pattern verändert quasi, das wäre interessant, da bin ich mal mega gespannt drauf. Dann gibt es bestimmt Ruby und Blue Pattern. Okay, ja, okay, die hat schon was in der Farbe. Und ach du Scheiße, eine Orb Fade, okay, das ist krank. Das ist krank. Also, die Blue Phosphor sieht mega nice aus. Ich glaube, so das Gegenstück zu der, wie heißt die rote? Ich weiß es nicht mehr, ihr wisst, welche ich meine. So das Gegenstück in Blau, feiere ich. Aber eine Orb Fade ist krank. Orb Fade ist richtig krank. Klick mal drauf. Warum ein Steam-Listing? Eins, ja, man, Minimalware. Oh, wenn wir die jetzt mal erstmal in Stat-Track reinlacken in Factory New, haben wir, glaube ich, ausgesorgt. Holy shit. Aber gut, das ist ja auch die Collection. Die gibt's wahrscheinlich noch gar nicht zu kaufen, die Kisten. Die kannst du jetzt nur gedroppt bekommen. Krass, okay. Gehen wir mal die Havoc über. Auch wieder die Low, die überspringen wir alle gekonnt. Was ist das von P90? Tiger Pit. Ja, aber es sieht halt einfach nicht so toll aus. Night Haste, ja, okay, die Galil kann, spiele ich halt nur. Bengal Tiger feiere ich, die ist ganz witzig. Eine Glock Franklin. Gekauft. Ist schon im Repertoire. Mac 10, ja, okay, X-Ray feiere ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass. Also ich kann gar nicht erkennen, was es da drauf sein soll, klick mal drauf. Weiß nicht, müssten wir mal in-game angucken, aber fühle ich jetzt nicht so wirklich. Nee. Und dann haben wir noch die Ancient Collection. Naja, die typischen Skins. Tall Grass. Silver. Wer es auf clean Skins, könnte das ganz cool finden. Dark Water, die können cool aussehen. Der Effekt so leicht glänzend. Könnte ganz cool sein. Carved Jade. Ja, aber spiele ich halt auch nie. Das sind immer so Waffen. Das Grün ist halt hässlich. Goldbrick. Run and Hide. So ein Leopard. Oder was das ist. Pantera Onsa und Welcome to the Jungle. Ja, aber müssten wir mal in-game angucken. Aber es sind halt auch so, einfach so, die, ja. Und hier haben wir noch die neuen Agents. Buckshot, Blueberry. Ja, ist jetzt keine Ahnung, was ich generell von den Agents halten soll. Bringt halt an sich. Also die hier, den fühle ich schon wieder, weil ich ja selbst so eine Maske daheim habe. Es ist schon wieder cool mit der Maske, das mit so einer Socke drüber ist halt schon wieder keine Ahnung. Die Masken finde ich schon ganz cool als Idee, aber ansonsten, keine Ahnung, würden es mir auch die ganz normalen Standard-Skins tun. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Operation haltet und schaut natürlich auch in unserem nächsten Video rein. Wir werden jetzt noch einige Kisten knüppeln. Und ja, das darf natürlich nicht fehlen, auch wenn es, ja, wobei die Kisten ja schon wieder so günstig sind, da zieht man wahrscheinlich nichts Gescheites, aber schaut auf jeden Fall im nächsten Video rein, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schaut auf twitch.tv, hangt im Maul live vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.